Um Nüsse zu knacken, gibt es viele Möglichkeiten. Den klassischen Nussknacker in Figurenform oder unterschiedliche zangenartige Werkzeuge. Und jetzt gibt es diesen hier. Er kommt aus Oberammergau in den Bayerischen Alpen. Entwickelt haben ihn Michael von Mücke und sein Kumpel Lukas Gruber. Ihre Idee: Nüsse spielerisch knacken. Also wir haben diesen Nussknacker erfunden. Der funktioniert mit einem Fallgewicht. Er besteht aus zwei Würfeln und einem Bügel. Das sind drei Bauteile. Das Unterteil hat eine Kuhle, in die kommt die Nuss. Oben befindet sich ein Spitzkeil. Das Prinzip ist ähnlich einer Guillotine, nur dass hier ein Fallgewicht die Nuss spaltet. Und das laut Tüftler auch sicher. Er hat diesen Abstand, wird durch diese sogenannten Stauchungen oder Verdickungen erzeugt. Das macht einfach, dass er eine Kindersicherung hat gegen Finger. Also man kann jetzt ohne Probleme einen Finger dazwischen haben. Michael und Lukas haben 600 verschiedene Varianten gebaut, bis ihr Nussknacker zuverlässig und sicher funktionierte. Die Nuss sollte schließlich weder ganz bleiben, noch im Extremfall zerquetscht werden. Wir haben echt schon mal so kurze Fallhöhen versucht gehabt und stärkere Gewichte. Wir haben dann tatsächlich wirklich nur durch diesen Keil, den wir unten angebracht haben, haben wir das geschafft, dass die Nuss geknackt wird. Jedes einzelne Bauteil haben die Tüftler aus Stahl selbst geschmiedet. Michael ist gelernter Kunstschmied und zeigt, wie der Nussknacker entsteht. Das ist praktisch der obere Teil vom Bügel. Der ist bis jetzt nur vorgebogen und der wird jetzt nochmal in Form gebracht. Der wichtigste Arbeitsschritt ist jetzt das sogenannte Stauchen, eine traditionelle Schmiedetechnik. Dabei werden im unteren Teil des Bügels die Verdickungen eingearbeitet, die bewirken, dass sich niemand die Finger einklemmt. Also das ist unsere Stauchmaschine. Die braucht man tatsächlich nur, um diese Verdickungen, um die Stauchungen zu machen. Diese Werkzeuge muss man natürlich selber erfinden, die gibt es natürlich nicht. Das ist atypisch an dem Beruf, dass man immer für das, was man macht, ein Werkzeug selber baut. Das ist auch das Reizvolle, muss ich sagen. Das macht mir eigentlich am meisten Spaß. Ähnliche Geräte hat man früher zum Bau von Kutschenrädern genutzt. Sie waren sehr groß. Die Tüftler haben für ihre Zwecke eine kleinere Variante gebaut. Die Stauchung schützt nicht nur die Finger beim Knacken, sondern hält auch den unteren Block in Position. Ein letzter Schritt fehlt noch, dann ist der Nussknacker fertig. Obacht! Der Nussknacker wiegt etwas über 1 Kilogramm. Wir wollen wissen, wie gut er wirklich knackt. Dafür besuchen wir einen Feinkostladen in der Nachbargemeinde. Michaela Frank bietet vor allem zur Weihnachtszeit unterschiedliche Nusssorten an und wird die Erfindung ausprobieren. Privat verwendet sie bisher selbst den alten Nussknacker ihrer Großmutter. Das ist praktisch unsere Erfindung. Okay. Interessant. Ich sag mal gar nichts dazu. Vielleicht kommst du selber drauf, wie der funktioniert. Also ich darf testen sozusagen. Ah, okay. Aha. Ich schätze mal, so nein, oder? Jetzt probier es einmal aus. Genau, und dann sollst du es spalten. Und in schon zwei Hälften. Genau. Perfekt. Die Walnuss ist kein Problem. Bei der Paranuss, bekannt für eine besonders harte Schale, braucht es mehrere Anläufe. Bei der Haselnuss geht es wieder deutlich einfacher. Die Mandel dagegen zeigt sich hartnäckiger. Also ich finde das echt nicht schlecht. Also vor allem jetzt für die Walnüsse,
das hat ja super geklappt. Also ich denke mal, das ist echt gut. Das hat einen echt einen super Gaudi-Faktor. Also wenn man zusammen auf dem Tisch, am Tisch hockt, macht es bestimmt mordsmäßig Spaß. Ja, freut mich. Danke. Ja, gern. Die Einzelteile lassen die Tüftler seit kurzem in einer Industrieschmiede in Erfurt fertigen. Den Zusammenbau übernehmen sie weiter selbst. Nächstes Jahr soll der neue Nussknacker marktreif sein.